Hallo ihr Lieben, ich habe ja schon öfter so 10 Tipps, wie ihr Plastikmüll im Bad sparen könnt, Videos gemacht. Denn irgendwie finde ich, das ist im Badezimmer am allereinfachsten. Wenn ihr die also noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch die hier. Aber heute kommen wir mal zur Küche, denn da kann man auch einiges einsparen und es gibt ein paar richtig coole Tipps und ich freue mich schon sehr, euch die heute mal so gebündelt präsentieren zu können. Und zwar fangen wir an mit einer ziemlich coolen Sache, die ich vor einer ganzen Weile in Hamburg im Unverpacktladen gekauft habe. Und zwar eine Dauerbackfolie. Das Teil sieht so aus. Ich packe euch das mal aus. Und zwar sieht das auf den ersten Blick tatsächlich fast aus wie ein Backpapier. Aber, das ist natürlich jetzt auch noch ein bisschen ölig, aber das ist tatsächlich ein Ersatz für ein Backpapier. Das ist etwas glatter, weil es einfach beschichtet ist mit Silikon. Und das kann man tatsächlich immer wieder auf ein Backblech zum Beispiel legen und kann darauf im Ofen backen, was man auch immer möchte. Das Teil lässt sich ganz einfach mit einem Schwamm oder mit einer Bürste wieder sauber machen. Dann kann man es trocknen, einrollen und beim nächsten Mal wiederverwenden. Es gibt solche Teile auch als Silikon-Backmatten. Die haben dann manchmal auch ganz andere Farben, wie zum Beispiel Pink oder Schwarz oder was auch immer. Die gibt es öfter zum Beispiel bei Tchibo oder in anderen Discountern im Angebot. Da könnt ihr einfach mal schauen, bei Aldi gab es irgendwie vor kurzem auch mal welche. Die heißen dann einfach Silikon-Dauerbackmatte, aber die kann man genauso verwenden wie das. Einfach auf dem Backblech zum Beispiel und dann spart man schon mal einiges an Backpapier. Dann habe ich vor kurzem entdeckt, dass es tatsächlich jetzt einen Online-Unverpacktladen gibt. Also wirklich ein Unverpacktladen. Das heißt Kornkiste und es funktioniert so, dass ihr die Sachen wie in einem Online-Shop bestellen könnt und die kommen bei euch in so Jute-Mehrwegbeutelchen an mit so Metallclips, die die zuhalten, in einer großen mit so Klickteilen verschlossenen Plastik-Mehrweg-Pfandbox. Dann könnt ihr euch alle Sachen, die ihr da bestellt habt, rausnehmen und umfüllen in eure Gläser oder in was auch immer ihr das lagert und packt dann alle diese Beutelchen mit den Clipsen in diese Kiste zurück. Dann kriegt ihr da einen Retourenschein, das ist also kostenlos für euch, ihr klebt den da drauf und dann schickt ihr das spätestens 10 Tage oder so, nachdem ihr dieses Paket erhalten habt, wieder zurück. Das Ganze ist dann wirklich komplett Zero Waste. Das Einzige, was ihr habt, ist halt der Weg von diesen Sachen zu eurem Zuhause oder zu eurer, wie heißt das, zu eurer Packstation oder sowas. Aber Anlieferungswege hat ein Unverpacktladen auch. Von daher macht das meistens nicht so den Unterschied. Wenn ihr also wirklich völlig weit vom Schuss wohnt und keinen Unverpacktladen in eurer Nähe habt, ist das vielleicht der Tipp für euch. Ich verlinke euch das mal unten in der Beschreibung. Was ich tatsächlich auch nicht gedacht hätte, ist, dass man in so ganz stinknormalen Gläsern Sachen einfrieren kann. Und zwar füllt man dazu einfach nicht so ganz voll, sondern vielleicht so 90% die Sachen, die ihr einfrieren wollt, da rein. Und dann macht ihr entweder den Deckel nur so ganz leicht drauf oder ihr macht ihn ganz ab, stellt es in euer Gefrierfach oder in eure Gefriertruhe, Gefrierschrank, was auch immer. Lasst es einfrieren und macht dann erst den Deckel richtig fest, weil dann kann das Glas nicht springen oder nichts, da kann überhaupt nichts passieren. Und ihr könnt ziemlich viele Gläser nebeneinander stellen und das ist vor allen Dingen halt ganz gut für so übrige Soßen oder irgendwelche Gerichte, wo ihr noch so eine Portion übrig habt, die ihr euch vielleicht für die nächste Woche oder so oder wenn ihr mal keine Zeit habt zum Kochen einfrieren wollt. Dafür ist es wirklich eine richtig coole Sache. Also Suppen, Soßen, was auch immer ihr übrig habt, das könnt ihr echt richtig gut hier drin einfrieren. Ihr könnt auch komplett auf Frischhaltefolie verzichten, denn es gibt solche kleinen Wachstücher. Ich kann meins leider gerade nicht finden, sonst hätte ich es euch mal gezeigt. Das wird wahrscheinlich irgendwo im Wohnmobil liegen. Das sind so kleine Stofftücher, die so mit Wachs beschichtet sind. Entweder mit Bienenwachs oder es gibt auch eine vegane Variante. Da ist das, glaube ich, mit Jojobaöl, Harzen und sowas versiegelt. Das riecht wirklich sehr angenehm, aber es gibt nichts an das Lebensmittel ab. Und ihr könnt da eine angeschnittene Zwiebel oder eine angeschnittene Tomate oder was auch immer ihr sonst in Frischhaltefolie wickeln würdet, könnt ihr da reinwickeln, könnt es in den Kühlschrank legen und es funktioniert genauso gut wie Frischhaltefolie, nur dass ihr das ganze Teil einfach auch wieder abspülen könnt und nochmal benutzen könnt. Auf Alufolie kann man übrigens auch sehr gern verzichten, nicht nur sehr gern, sondern sehr gut. Zum Beispiel beim Backen, wenn ihr auf so einen Kuchen oder sowas eine Alufolie drauf machen müsst im Rezept,
Ich habe das vor kurzem ausprobiert. Ich habe dann einfach ein Backblech umgedreht und einfach auf die runde Kuchenform oder geht auch auf eine eckige Kuchenform, wenn der Kuchen nicht so hoch geht, einfach oben drauf gepackt. Meistens macht man das ja so auf Obstkuchen, wenn das Obst nicht so anbrennen soll oder nicht so austrocknen soll. Und das hat super funktioniert. Ich habe einen Blaubeerkuchen gebacken und ich denke, das hätte mit einer Alufolie genauso gut funktioniert. Also einfach das Backblech umgedreht oder wie auch immer auf die Kuchenform draufstellen, dann kann da keine Feuchtigkeit raus und das ist genau der gleiche Effekt wie von Alufolie. Wenn ihr Kaffee- oder Espresso-Trinker seid, dann kann ich euch sowas hier empfehlen. Und zwar ist das einmal eine French Press, wer das noch nicht kennt. Man füllt da das Kaffeepulver rein, dann gießt man da das heiße Wasser drüber und dann ist hier so ein Teil mit verschiedenen Siebaufsätzen, die aber durchlässig sind. Und da kommt quasi der Kaffee durch, aber nicht das Kaffeepulver, das bleibt unten. Und man drückt das bis ganz unten, dann ist das Kaffeepulver hier unten und der Kaffee oben. Und ihr habt keinen Filter, gebraucht keinen Papierfilter, nichts, sondern habt das einfach in dieser sehr, sehr oft wiederverwendbaren, langlebigen Kanne gemacht. Die gibt es übrigens überall zu kaufen, also auch in Supermärkten oder so Kaufhäusern. Das ist gar kein Problem. Oder wenn ihr Espresso gerne trinkt, dann habe ich hier auch noch so einen Espresso-Kocher. Der hat hier in der Mitte, das gibt es übrigens auch überall, so einen kleinen Siebaufsatz. Da kommt das Kaffeepulver drauf. Hier unten kommt Wasser rein. Und dann kommt das auf die Herdplatte, wird gekocht. Und dann steigt hier oben das Wasser hoch mit dem Kaffee, aber ohne das Kaffeepulver. Und dann habt ihr einen Espresso, den ihr einfach rausgießen könnt. Und ja, mega einfach sauber zu machen und unendlich wiederverwendbar, glaube ich. Wenn ihr aber so wie ich Teetrinker seid, dann habe ich hier was für euch. Und zwar, wenn ihr euch einfach losen Tee kauft, das muss auch gar nicht im Unverpacktladen sein, das kann auch ein ganz normaler Teeladen sein oder auch ein Bioladen oder ein normaler Supermarkt. Da gibt es auch in so Papiertüten losen Tee. Und dann habe ich hier so ein Teil, das finde ich sehr, sehr praktisch. Da kann man einfach hier den Tee einfüllen, dann schnappt das so zu und dann kann man das in seine Tasse oder in seine Kanne hängen und durchziehen lassen und das dann ganz einfach ausklopfen, über den Biomüll ausspülen, fertig. Und dann kann man es auch immer und immer wieder verwenden. Wo wir gerade beim Biomüll sind, da kann man auch ziemlich viele Biomülltüten zum Beispiel sparen. Ich zeige euch mal, was wir da verwenden hier. Und zwar haben wir zwei Bokashi Indoor Composter. Da kommt einfach immer eine Schicht Biomüll rein und dann kommt zwischen jede Schicht so ein bisschen Bokashi-Ferment von so einer Schippe, vielleicht so viel. Also so ein Sack, der reicht auch fast ein Jahr bei uns. Und der Biomüll, der wird dann nicht, also der schimmelt jetzt nicht, sondern durch dieses Ferment wird es so quasi fermentiert. Und dann riecht es so ein bisschen nach Sauerkraut oder so. Also wirklich total angenehm. Man lässt es ja jetzt auch nicht ewig offen stehen. Aber es stinkt nicht, es gibt keine Fliegen. Und wir müssen halt nur alle 2 bis 4 Wochen oder so dieses Teil mal leeren. Also das ist für uns ideal. Und ich habe da schon mal ein ausführlicheres Video dazu gemacht in der alten Wohnung noch. Das verlinke ich euch auch mal hier oben, wenn euch das interessiert. Dann habe ich noch zwei sehr simple Tipps für euch, aber auf die Ideen kommt man manchmal gar nicht, weil man das einfach gar nicht anders kennt. Und zwar haben wir auch früher ganz, ganz oft, aus meiner Familie kenne ich das, so Reis in so vorportionierten Kochbeuteln gekocht. Ich kann euch nur empfehlen, macht das bitte nicht. Es ist viel plastikschonender, so ein Kilobeutel Reis zu kaufen. Dann habt ihr einen Beutel und nicht für jeweils 100 Gramm Reis oder wie viel da drin ist, einen Plastikbeutel. Und es kann einfach nicht gut sein, dass Plastik mit deinem Essen gekocht wird. Denn selbst wenn man jetzt noch keinen Stoff gefunden hat, der da sich ins Wasser löst und dann in den Reis übergeht, findet man den vielleicht in 5 Jahren. Also besser kein Plastik mit deinem Essen mitkochen. Und dann hat mein Mitbewohner vor kurzem mit einem Zewa-Tuch die Pfanne eingefettet, um sich dann was drin braten zu können. Und dann hatten wir irgendwann mal kein Zewa mehr. Und dann hat er gesagt, ah, was nehme ich denn? Jetzt habe ich gesagt, nimm doch einfach einen Pinsel. Das mache ich immer so. Und er war so, das ist eine gute Idee. Das muss gar nicht so ein echter Pinsel quasi sein. Hier, der war mal bei so einem Backset, was ich als Kind mal bekommen habe, irgendwann dabei. Also der hält schon ziemlich lange. Es gibt auch diese Silikonbackpinsel, mit denen man
so Backform ausstreichen kann, bevor man dann den Kuchen reinmacht oder so. Die sind auch super. Also wenn ihr irgendetwas mit Öl bestreichen müsst, nehmt doch einfach einen Pinsel. Oder eure Hände, das geht auch. Dann, was ich finde, was so einer der größten Sachen ist, die man so in seinem Alltag machen kann, ist auf Plastikflaschen zu verzichten. Und das ist natürlich in der Küche ganz praktisch, wenn ihr kein Problem damit habt, Leitungswasser zu trinken, was kein Problem sein sollte, weil es wirklich vollkommen unbedenklich ist. Dann könnt ihr das einfach tun, und wenn ihr gerne lieber Sprudelwasser trinkt, dann könnt ihr euch einfach so einen Sodastream oder vielleicht gibt es da auch andere Marken von diesen Wassersprudlern kaufen. Da habt ihr dann eine so eine Kartusche mit dieser Kohlensäure drin und die hält, keine Ahnung, also mein Mitbewohner, der verbraucht, ich glaube, der nutzt das Ding aber auch alleine, der verbraucht vielleicht eine in 3 Monaten oder so. Also das ist wirklich nicht viel, und das ist dann halt eine so eine Kartusche, die kann man, glaube ich, sogar einschicken oder wieder abgeben und die befüllen die wieder. Also eigentlich ziemlich cool. Und wenn ihr aber lieber stilles Wasser trinkt, aber auch mal so ein bisschen mit Geschmack haben wollt, kann ich auch sehr gut verstehen, dann könnt ihr euch da einfach Obst und Gemüse reinschmeißen, worauf ihr gerade Bock habt. Ich mache zum Beispiel sehr, sehr gern Zitrone mal rein oder Ingwer, wenn ihr Ingwer mögt. Ingwerwasser, also auch wenn das Wasser nicht heiß ist, schmeckt wirklich richtig lecker. Man kann das auch kombinieren, in der Erkältungszeit sehr gut. Aber man kann auch Himbeeren oder Gurke oder Basilikum, man kann da wirklich alles reinwerfen. Und es schmeckt dann wirklich immer nur so einen ganz leichten Hauch danach. Und das ist richtig lecker, finde ich. Falls ihr Milchprodukte konsumiert, dann ist es eigentlich ein ziemlich einfacher Swap, die in Glasflaschen zu kaufen. Das sind dann meistens auch noch Pfandflaschen, bei Joghurt auch. Da gibt es ein paar wenige Marken, die das in Glas verpacken, aber es werden vielleicht auch irgendwann mal mehr. Oder wenn ihr auf Milchprodukte verzichtet oder Veganer seid, dann könnt ihr euch auch zum Beispiel eure Pflanzenmilch selber machen, das ist super easy. Wir haben vor kurzem bei einem Workshop, den ein sehr guter Freund und ich gegeben haben zum Thema Zero Waste, Mandelmilch selber gemacht. Dafür haben wir einfach mit einem Liter Wasser eine Handvoll Mandeln im Hochleistungsmixer püriert, dann einmal durch ein Tuch gegeben oder durch einen Nussmilchbeutel, fertig. Also das ist wirklich super einfach, man kann es total einfach in seinen Alltag integrieren, man muss sich nur einmal dran gewöhnen. Und ja, Hafermilch, Cashewmilch, ihr könnt alles machen. Es gibt so viele Rezepte im Internet. Auch wenn ihr keine Veganer seid, das ist wirklich super einfach, sehr, sehr lecker. Einfach mal ausprobieren. Beim Putzen kann man auch sehr, sehr viel Müll verursachen. Vor allen Dingen durch die Tücher, die man benutzt oder auch die Putzmittelflaschen, die dann leer werden. Und ich habe das bei uns total vereinfacht. Also wenn ich mir diesen Putzschrank in unserer WG angucke und mir überlege, ich weiß nicht, von wie vielen Vorbesitzern da noch Putzmittel drin stehen, aber es ist echt der Wahnsinn. Das sind so viele Sachen, das braucht kein Mensch. Meine Mitbewohner, nicht alle, aber ich und mein Freund, wir putzen fast ausschließlich mit selbstgemachtem Essigreiniger. Man muss den auch nicht kaufen, man kann den wirklich super easy selber machen. Da seht ihr jetzt, da sind noch so alte Zitronenschalen drinne. Da habe ich einfach wirklich 5%igen Essig, also Tafelessig oder Haushaltsessig, kann man auch aus Essigessenz selber mischen, reingegeben und dann einfach ein paar Zitronenschalen rein. Nach ein paar Wochen kommen die Zitronenschalen raus, es wird einmal durchgesiebt und dann hat man einen richtig gut riechenden Essigreiniger. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, auch wie man Spüli selber machen kann, verlinke ich euch hier. Und dann habe ich hier noch so ein paar Putzutensilien, und zwar, der sieht jetzt zwar nicht mehr so hübsch aus, ich muss mal einen neuen kaufen, aber am allerliebsten spüle ich wirklich mittlerweile mit diesem Teil. Einfach, man macht sich auch die Hände nicht so nass, man kommt überall rein. Es ist super praktisch, Geschirr, wenn man gerade mal was spülen muss oder keine Geschirrspülmaschine hat, richtig, richtig praktisch mit diesem Teil. Gibt es auch im Unverpacktladen oder in irgendwelchen anderen Geschäften, wo man auch Schwämme und sowas alles kriegt. Und dann habe ich hier noch Schwammtücher, heißen die, genau. Ich habe hier so Schwammtücher, die sind zum Beispiel jetzt hier von Memolife. Die gibt es, glaube ich, beim Teegut oder so, aber auch im Bioladen. Das ist ein super Ersatz für Schwämme und die kann man richtig gut waschen. Die sind halt nicht mehr Plastik, deswegen kann sich auch kein Mikroplastik über das Wasser dann in die Umwelt ablagern. Und die kann man echt sehr, sehr lange benutzen. Irgendwann gehen sie dann halt nochmal so ein bisschen kaputt, aber das hält wirklich lange. Und die gibt es aber auch noch so auf so Rollen, wie zum Beispiel bei denen hier. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich die mal gekauft hatte.
Aber die kann man dann auch, wenn man die benutzt hat, weil sie so ein bisschen wie Zewa halt, als Zewa-Ersatz, dann aber auch einfach waschen, sich irgendwie schön falten und in einem kleinen Kistchen vielleicht auf die Küchenzeile stellen, anstelle von einer Zewa-Rolle, dann hat man auch die immer griffbereit, wenn mal was verschütt geht, sag ich mal. Schreibt mir nochmal alle anderen Müllspartipps aus der Küche, die euch jetzt so spontan einfallen, alle in die Kommentare, dann können wir uns so gegenseitig noch so ein bisschen inspirieren und austauschen. Ja, das waren alle Tipps. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele das waren, aber ihr werdet es sicher im Titel lesen. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüssi, macht's gut!